Eigentlich dahin. Verehrte Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! Muss das sein? Die Bronco ist ein Kleinflugzeug. Für hohen Wellengang ist sie nicht gemacht. Also Augen zu und durch! Keine Ahnung, ob ich das so machen muss. Ich fahre jetzt einfach mal in die Richtung. Sieht aber aus, als würde es hier enden, oder? Dann frage ich mich, wie ich da hinkomme. Muss ich mal googeln. Wo komme ich denn dahin? Warte. Nein, die Richtung, die mir das Ding anzeigt. Ihr redet von dem blauen Teil, aber das ist ja Story. Ich will ja nicht zur Story, ich will ja zu der Insel. Vom Gilgamesch, wo ich storymäßig hin muss, das ist mir schon klar. Ich muss dieses rote Tor finden. Da steht was von Costa del Sol irgendwo nördlich. Weil ich AMF muss.
Ein Flugzeug, das nicht fliegen kann, ist schon sehr traurig. Ja, was eingesammelt. Ah, da steht's doch! Meine Nuggets verbrennen. Scheiße, ja. Seetank des Piratenkönigs. Da. Bin gespannt, ob der stark ist, der Typ. Crow, bitte sei vorsichtig. Diese Insel ist ganz plötzlich aufgetaucht, als wir auf der Suche nach der Monosubstanz waren. Gilgamesh-Insel. Wer weiß, was uns an diesem Ort erwartet. Mai! Mai! Wach auf! Oh, was ist denn los? Ich war gerade so schön im Schlaf. Oi, oi, oi. Nuggets. Okay. Das ist sie also. Die neu entstandene Insel. Erschaffen vom geheimnisvollen Gilgamesh. Sie ist in gutem Zustand dafür, dass sie versunken war. Ich vermute, dass das Meer sie vor Magnetfeldern geschützt hat. Doch wie wurde eine unbewohnte, vom Meer verschlungene Insel zur Schnittstelle mit einer anderen Dimension? Oh, ich möchte alles über diesen Ort wissen. Oh, tut mir leid. Was wir bisher als Protosubstanzen bezeichnet haben, sind in Wahrheit Teile der Genji-Ausrüstung. Und es gibt einen legendären Schwertmeister, der hinter ihnen her ist. Alle Fäden laufen hier zusammen. Wir sind des Rätsels Lösung ganz nah. Cloud, ich bitte dich, finde sie für mich. Seid
Willkommen! Ich warte seit fast 100 Jahren. Und endlich treffen wir uns wieder an diesem schicksalhaften Ort. Ich bin der Schwertmeister Gilgamesch. Heute ist der Tag, an dem ich zurückfordere, was mein ist. Genji gehört mir. Okay. Wie unbeeindruckt. Was macht er da nur? Bisschen wie die Ginyu Force. Eigentlich nicht. Keine Sorge, mein armer Schatz. Ich kümmere mich umgehend um dich. Unser Entscheidungskampf wird noch warten müssen. Stattdessen ist es an der Zeit für die Härteprüfung. Oh, wie bei den Dragon Balls. In alle Richtungen. Wenn hier jemand ein Dieb ist, dann ja wohl ihr. Für diesen Frevel und für die Besudelung meiner über alles geliebten Rüstung. Werdet ihr büßen! Wir bringen sie wieder zum Glänzen. Natürlich behalten wir sie im Anschluss. Zuerst müsst ihr aber unseren Kampf gewinnen. Werden wir. Klar. Über dein dummes Geschwätz lacht bestimmt die ganze Welt. Ja, ja. Aber gut. Ich will mal nicht so sein. Okay. Nun denn! Sucht die Schreine der Härteprüfung! Beweist, dass ihr das Feuer in euch tragt, um Genji auferstehen zu lassen! Dass ihr mir dort ja euer Bestes gebt! Umso härter eure Schläge, desto schöner erstrahlt Genji! Geht! Eure Prüfung wartet! Kämpft und zeigt mir, dass ihr gewachsen seid! Er ist schon peinlich, der Typ. Er kriegt sein eigenes Tor nicht auf. Dir ist klar, dass man erst Spoilerwarnung schreibt und dann den Inhalt des Spoilers. Aber du kannst es nicht wissen. Du bist halt komisch. So. 4 Prüfungen. Da geht's darum, wir müssen jetzt unsere Espas besiegen. Titan und Neo Bahamut. Oh je, das kann was werden. Gleichzeitig oder nacheinander? Stimmt gleichzeitig, oder? Das wird hart. Oh. Wurde schon ungeduldig. Ist das alles? Das kommt weg. Oh.
nicht lustig. Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Und tschüss. Übernimm mal. Ich übernehme. Hört mal für dich. Komm, ja also. Das ist unsere Chance. Keine Kampf. Und tschüss. Verzieh dich. Zähl auf dich. Ich kann noch kämpfen. Ach du Spast, Alter. Du darfst doch nichts machen. Die sind wir echt stark. Und weiter geht's. Oh oh. Das war's. Scheiße. Shit, 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 shit. Dann übernimm. Ausgerechnet jetzt. Nicht so nah. Ich brauch meine Pause. Aufgeben ist für Verlierer. Mach doch was jetzt, mein Gott! Wurde schon angedeutet. So muss das sein. Hier kommt der Retter des Planeten. Ich
Ich übernehme. Komm, jetzt mach! Irgendwelche letzten Worte. Puh. Oh, jetzt hol ich Neo Bahamut. Tob dich aus. Mein Gott, Alter. Auf die Trill. Roger, ich übernehme. Das tut weh. Jetzt erst recht. Das war's dann. Leicht sind die bei nicht, Alter. Nach zwei, dann haben wir es geschafft. Hier gibt's auch nichts zum Heilen, oder? Dreimal. Also, es gibt ja 6 Beschwörungen, die ich sammle im Spiel und gegen alle 6 muss ich kämpfen. Und das letzte Ding ist der Gilgamesch selber. Und dann kriege ich den Gilgamesch als Beschwörung und zusätzlich kriege ich noch eine Trophäe. Es ist halt heftig, Alter. 2 Espas auf einmal, das ist schon... Boah. Ach, die sind voll. Ach krass, okay. Ich werde voll geheilt. Das ist ja nett. So, die nächsten 2. Wer bist du? Kuyata und Phoenix. Heißt im Umkehrschluss, du musst sowieso alle Beschwörungen haben, um das überhaupt machen zu können. Scheiße, der macht keinen Schaden. Ich habe ja Feuer als... Keine Chance!
an die Arbeit. Dann muss ich mit der kämpfen. Alle, die machen alle keinen Schaden. Was soll denn der Quatsch? Ich mach keinen Schaden bei dem. Ist der kalt? Ich seh nicht. Egal, dann nehme ich Kuyata als Erste. Scheißegal, Alter. Alter. Da übertreibt halt. Ich übernehme. Dann übernehme. Zieh dich zurück. Nichts überstürzt. Hier kommt Barry. Lass mich mal. Das war's da. Stirb jetzt! Verzieh dich! Dann übernimm. Gib auf dich an! Roger, ich übernehme! Der holt jetzt nicht Kuyata zurück, oder? Ja! Doch, der Wichser. Das ist nicht sein scheiß Ernst. Ich zähle auf dich. Ich will Erfolg. Jetzt erst recht. Dann, das war dumm. Dann hätte ich von Anfang an Phönix. Jetzt wird abgerechnet.
Nicht übertreiben. Überlass das mir. Oh, fail, Alter. Übernimmt. Roger, ich übernehme. Ich erspare das Blick nicht los. Die Arbeit. Ja. Zieh dich zurück. Ich zähle auf dich. Ich übernehme. Das Spiel ist aus. Hallo, Luna! Übernimm du. Wurde schon angedeutet. Komm, jetzt mach ihn mal platt hier. Jetzt nachsetzen! Oh!